Komme in die Stabhaltung, Dandasana. Deine Hände neben deinem Gesäß, Füße zu dir herangezogen. Fersen, Rückseite der Oberschenkel und Hände drücken fest in den matten Boden. Genieße die aufrechte Haltung und atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Stelle deine Füße auf, spanne deine Bauchmuskulatur an und ziehe mit der nächsten Einatmung deine Beine leicht angewinkelt nach oben. Verlagere dein Gewicht auf dein Gesäß. Strecke deine Arme seitlich an den Knien vorbei, Handflächen zeigen zueinander. Arme sind parallel zum Boden. Das einfache Boot. Eine sanfte Variation von Adha Navasana. Atme tief und spüre in deine Bauchmuskulatur. Versuche den Rücken ganz gerade zu halten. Schultern rollen sanft nach unten und hinten. Stirn und Kiefer sind ganz entspannt. Adha Navasana stärkt deine Bauchmuskulatur und unterstützt dein inneres Gleichgewicht. Auch die untere Rückenmuskulatur wird gestärkt und nervöse Leiden gelindert. Für einen beschwerdefreien Rücken ist es wichtig, dass die Bauch- und Rückenmuskulatur gleichmäßig aufgebaut wird. Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung und komme zurück in Dandasana. Genieße deine aufrechte Haltung und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Sonnengeflecht, dein Energiezentrum im Bauchraum.